Das ist für Nahen ein schwarzes Jahr. Tanzikone Egon Madsen macht sich für seine Probe warm. Dem klugen Kopf ist nichts mehr klar. Und was er tut, ist öde. Jetzt im Alter, wie ich bin, jetzt mit 77, ist nicht so normal, dass man so Training macht. Ne? Aber jetzt für diesen Vorstellung muss ich das schon machen. Ne? Und ich muss meine Balancen finden zum Beispiel, damit ich kontrollieren, dass ich... That's it. That's good. Gut, ne? Ja. So. Gut, ja? Okay, legen wir los. Kennt mich hier jemand? Lia, der König. Madsen tanzt und spielt Shakespeares tragischen Monarchen, der seinen Töchtern sein Reich vermacht und bitter enttäuscht wird. Erst verliert er seine Krone, dann seinen Verstand. Da ich ja immer eine sehr heitere Person, eine sehr positive Person ist, jetzt irgendwie von der ganz anderen Seite, mich zeigt sehr dramatisch. Und das ist auch ein Wunsch von mir, irgendwie im Alter. König Lear als reine One-Man-Show. Du kennst mich nicht. Mit Einspielern vom Band und als Bildcollage wird die Geschichte des royalen Niedergangs erzählt. Madsen pur, ein Charakterdarsteller. Sein Ausdruck ist schon früh sein größtes Talent. Und er kann auch richtig witzig sein. Seine Tanzkarriere beginnt in den 60er Jahren beim Ballett in Stuttgart. Mit 7 Jahren machte er die ersten Tanzschritte. Heute gehört Egon Madsen zu den hoffnungsvollen jungen Talenten der europäischen Ballettbühne. John Krenko hat Madsens Talent früh erkannt und gefördert. Später ist Madsen selbst Direktor einiger Ensembles und wird mit dem Deutschen Tanzpreis und der Staufer-Medaille geehrt. Ich bin ein Narr des Glücks. Ich bin ins Hirn getroffen. Holt mir einen Arzt. Man kann sich natürlich fragen, ob es Sinn macht, eine Stunde lang einem alten Mann beim Verrücktwerden zuzuschauen. Macht es. Denn mit Choreograf und Freund Mauro Biconcetti hat der alte Mann einen imposanten und bildstarken König Lear entwickelt. Ich bin so dankbar für alles. Ich bin das Publikum dankbar, ich bin alle, die da mich unterstützen. Ich bin meine Frau dankbar, weil sie mich auch lässt, das machen. Es ist eigentlich eine traumhafte Sache zu machen.